Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sky Factory 2.5. Aus dem Feed the Beast Launcher ist das übrigens. Und weiter geht es. Letztes Mal habe ich ja angekündigt, dass wir uns heute ein bisschen um die Technik kümmern werden. Hat ja auch nur x Folgen gedauert. Ich glaube, wir sind jetzt bei Folge um die 20 irgendwo. Ich nehme heute immer noch am 01.01.2017 auf. 16.39 Uhr haben wir es jetzt mittlerweile. Und ja, nochmal, falls es einige von euch noch nicht mitbekommen haben, schönes Neues. Wir haben eine neue Kuh. Haben wir auch mal eine Kuh, die Milch gibt? Milch. Wir haben einige neue Kühe, besser gesagt. Ich brauche noch mal ein bisschen Koppel. Ups, den hier wollte ich. Den hier wollte ich. Damit ich meinen Stall reparieren kann. Dann gehen wir nämlich jetzt mal gucken, was für Kühe wir haben. Eine Biodiesel. Duraluminium-Kuh, geil. Eine Treibstoff-Kuh. Elementium. Nochmal eine Treibstoff-Kuh. Du bleibst. Du auch. Liquid Sunshine. Ludicrit. Ich wollte es letztes Mal schon machen. Ardite. Ardit. Milch. Essenz. Signalum. Plutonium. Treibstoff, Treibstoff. Ich glaube, ich werde das hier drüben umbauen zu einem Kuhstall, zu einem riesengroßen. Aber ich habe gesagt, wir wollen uns heute um die Technik kümmern, dann machen wir das auch. Mensch, Jan, was machst du? Scharok, Entschuldigung, Scharok. Scheiße, jetzt wissen die Leute, wie ich heiße. Oh, nee. So, einmal. Kupfer. Shit. Ich muss noch ein bisschen Eisen farmen gehen. So. Also nicht wundern, ich habe den Stirling-Generator jetzt erstmal nur da hinten hingepackt, weil ich jetzt erstmal Stromleitungen brauche. Der kommt dann natürlich hier vorne zu der Halbautomatisierung. Leder. Die Bratpfanne. Du und Braut. Für Hamburger. Warte mal, einfach mal nur so just for fun. Just for fun. Ne, bringt nichts. Bringt leider echt nichts. Das ist auch für mich übrigens eine ungewohnte Rolle, dass ich hier Essen machen muss. Was wollte ich denn jetzt da hinten? Wie viele Dias haben wir denn? Ja, da kann ich mir ruhig. Hier haben wir es reingeschmissen. Da haben wir nämlich schon Dust. Dust könnten wir dann eigentlich durchsieben. Jetzt nicht ganz so lang dauert, wird das Ganze schön komprimiert. Dann mache ich jetzt noch mal zwei neue Siebe. Hey Quatsch, was sollten wir hier vorne machen? Was sollten wir hier vorne machen? Und ich muss unbedingt mal runter, muss gucken, was der Loot da unten sagt. Was war der
Echo aus der Kaffeetasse. So, gucken wir mal. Haben wir den Golden Bag of Holding hier in dem... Ring Holding Station. Backpacks haben wir gar nicht. Rucksack haben wir auch nicht. Reisegepäck haben wir. Geil! Da kann ich euch nämlich jetzt mal eine richtig geile kleine Sache zeigen. Da brauche ich jetzt erstmal ein paar Diamanten. Ein klein wenig Holz. Das wird so geil. Das wird so geil. So, derweil denn nämlich jetzt hier, ne? Halt. Die bleiben am Mann. Ach, sieht das schön aus da unten. Ich müsste hier eigentlich auch noch weiterarbeiten. Alles eingesammelt. Bisschen was ist drin. Ich muss mal gucken, ob ich das so einrichten kann, dass ich dann hier jetzt immer so zwei, drei Reisegepäck lassen kann, die mir dann automatisch alles aufsammeln. Kiste. So, und jetzt muss ich noch mal nachschauen, was ich brauche. Lot, Maßband. Hier, Sieve. Ich glaube, ich brauche Silkworms. So, jetzt ist die Frage, dadurch, dass ich so lange hier nicht mehr gespielt habe, wo sind die Silkworms? Also die Seidenwürmer. Hier haben wir einen. Infizieren wir mal die Bäume.
kriegt man denn noch irgendwie anders Spinnfäden? Baumwolle. Hanf. Chemiekatalysator. Das Sattmalwerk. Stimmt, ich könnte mal in die Lootbags gucken. Bleibaren. Schlafen und Chance. So, und jetzt nicht böse sein. Jetzt werden wir mal eine Sache machen. Jetzt gehen wir nämlich mal nach unten und öffnen die Chance Cubes. Warte. Das machen wir anders, bevor da jetzt ein Riesenmonster rauskommt. Und ja, da können sogar Riesenmonster rauskommen. Holen wir uns erstmal ein bisschen Stone. Emma Stone. Der Witz wird nie alt. Ganz einfach ein 0815 Steinschwert ist es auch nicht schade, wenn man es verliert. Aber ich kann mich dann wenigstens ein klein wenig zumindest wehren. Wehren. Wahrscheinlich hier hinten. Fuck. Nicht wundern, ich muss hier noch ein bisschen was vorbereiten. Ja, zu mir kommt er zumindest nicht durch. Ihr Schweine! Time to farm. Wow. Whoop. Whoop in Gangnam Style. Potzol, Blumen, Mega gut. Na, danke. Stoneband. Wow, Seerosenblatt. Echt jetzt. Hey, wir haben wieder ein paar Spinnfäden. Geil. Du, 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 du.
das. Noch mehr, das kann da rein. Der Mega-Gummibaum-Setzling, den können wir eigentlich verwursten. Ich muss mir erstmal mein Inventar wiederholen. So, das lasse ich vorerst mal hier stehen. Dann kann ich mir zumindest auch schon mal das Oak Sleeve machen. Man natürlich an der frischen Luft. Ja, es ist ja sowas von aufregend. Oh Baby, oh Baby. Himmelstein, Alu, Gold, Knochen. Und ein Eisen. Oh. Du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Und ihr zwei tauscht die Plätze. Tauscht die Plätze, fertig, los. Essen. Ist das bei euch eigentlich genauso, dass ihr auch immer feste Plätze habt, wo euer Zeug hinkommt? Würde mich echt mal interessieren. Da unten werden jetzt auf jeden Fall Gegner warten. Das ist mir jetzt schon klar. Ja, genau da hinten. Sound copyright by me. Haben wir wieder Spinnfäden? Ja, zumindest 1, 2. Will nämlich noch so ein Heavy Oak Sieve machen. Enderperlen haben wir zum Glück. Okay. Also ich habe immer noch nicht vergessen, dass ich mich heute eigentlich um Technik kümmern will. Das will ich übrigens immer noch. Aber ich brauche ganz dringend Sachen. Haben wir irgendwo eine Kiste für Magiekohle, Pflanzen, Sky Factory Sachen? Wir haben Silkworms. Man muss einfach da rein.
Die Pornokiste haben wir doch auch irgendwo schon. Da. Mal das reintun, den Dünger reintun. Kuchenkopf zu essen. Haben wir auch schon Pflanzen? So. Wir brauchen Spinnfedern. Warte mal, ich mache mir mal eine Tür. Dann brauche ich jetzt ein bisschen Kobbel. Kann ich einmal den Chance Cube Raum fertig bauen unten? Protection 6, Protection 3. Nein. Lass doch noch ein paar Spinnen fallen, das ist doch nicht so schwer. Spawn Area. Für ein Geräusch. Vor allen Dingen, warum war das Geräusch? Einmal großzügig umschiffen. Soll auch schon ein bisschen noch was aussehen. La 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 la. Ich brauche noch zwei Spinnfäden. Haben wir noch einen oben drauf? Ja, komm. Ach, ich glaube gar nicht, was das für eine Wohltat ist, hier in der 1.7 zu spielen. Wir spielen im Moment im Livestream ein Mudpack, das in der 1.10 ist. Dieses ewige Huch. Ich habe jetzt, hab jetzt da eine Fackel gesetzt. Das geht mir so auf den Piss. Glaubt ihr, Janisch? Spinnen! Die oder was? Reicht. Nice.
müsste es für ein großes Sieb reichen. Ich glaube, das wird genauso gebaut, ne? Ach, mit Holzblöcken. Nun gut, auch damit kann ich dienen, wa? Chance Cube. Erstmal leer machen. Schön. Schon 3 Potzäue. Ich habe genau gewusst, dass du das gedacht hast. So. Rare Loopback. Basalzroute. Dunkelstahl. Kronleuchter und schleimiger Setzling. Das waren echt schöne Loots. Und da hört es auf. Echt jetzt? Gekochtes Ei. Upsi. Upsi. Upsi, 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 upsi. Ja, noch 2 Stück und wir können uns ein Netherportal bauen. Schön. So, und ey, scheiße. Ich sehe gerade, ich habe hier ein bisschen überzogen. Gut, das war's mit der Aufnahmesession für heute. Ich werde dann jetzt kurz die Folge für heute rendern. Schneiden brauche ich dann immer viel. Und ich glaube, in 4 Tagen hört ihr das, was ich jetzt gerade sage. Das heißt, Sonntag, Montag, Mittwoch müsstet ihr das hören. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye und tschüss.